Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit John Jürgens. Jetzt werden Sie sagen, ach Herrgott, den kenne ich doch. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Natürlich haben Sie den schon mal gesehen. Wir zwei kennen uns? Ja, schon lang. Schon lang, schon lang. Ganz genau. Tolle Festel gemacht, gell? Waginger Dank See. Deiner Musik. Dank ja, deiner Musik. Es steht und fällt ja über das Essen. Ja. Und letztendlich über die, also wenn du nicht so gut bist beim Essen, dann reiß ich es immer raus mit der Musik. So ist es. Ja. Dann sagen die Leute, hat es denn da überhaupt was zum Essen gegeben? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, die sagen, dann, wenn die Musik gut war, sagen sie, ah, das Essen war auch super. Nein, nein, aber du hast ja noch mehr Talente. Echt? Als, das sage ich jetzt. Also, wenn ich das ein bisschen neu gelesen habe, denke ich, wow, das kann er auch noch und das auch noch. Ja, sag einmal, der ist ja besser als sein Vater. Nein, das geht nicht. Das kann man nicht toppen. Aber wichtig ist, dass man damit d'accord ist, dass man das nicht toppen kann. Dann ist man entspannt. Ja. Wenn man jetzt losgeht und sagt, ich muss das. Sagen wir mal, jeder macht das Seine. Genau. Und du machst deins. Sensationell, du bist gut im Rennen, würde ich sagen, gell? Oder? Ja, ich gehe mit Leidenschaft da dran und habe Spaß, weißt du. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und auch nicht die Wichtigkeit von diese Zielsetzung, ich will ein Superstar oder ganz oben sein. Nein, ich will einfach nur machen, was mir Spaß macht. Und damit bin ich gut unterwegs. Ich finde es ja auch nicht so einfach, dass man hinter, sagen wir mal, so einem Vater dann hermarschiert und sagt, ja, ich bin der, du hast deinen Weg selber gemacht. Und das finde ich klasse. Und jetzt kochst du auch noch. Ja. Mit Leidenschaft? Ja, was ich auch zu Hause viel tue für die Kinder. Und wer hat dir denn das Kochen beigebracht? Oder wie bist du zum Kochen gekommen, sagen wir mal so? Also durch die Familie eigentlich. Mhm. Der Frau quasi zu Hause ein bisschen sie zu entlasten, versuche ich viel zu kochen. Und Kochbuch auf, Jamie Oliver oder Schubeck oder die diversen, was es so gibt. Was halt noch so rumläuft. Irgendwann mache ich mein eigenes Buch. Und daraus irgendwie kochen. Ja? Die Liste schreiben, möglichst einfach. Es muss in einer halben, dreiviertel Stunde erledigt sein, das Thema. Ja? Das und ist heute machen wir was, was eigentlich jeder mag, gefüllte Paprikaschoten. So. Lieblingsgericht aus meiner Kindheit. Ja, das finde ich super. Das mag ich auch gern. Werden heute viel zu wenig gemacht. Ja. Verstehst? Oder ein Krautwickel, solche Sachen, wo man was eingedreht hat. Ja. Was. Und da braucht man natürlich ein gutes Hackfleisch. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, Hackfleisch habe ich euch mitgebracht, eben ein gutes. Ich mag es gerne nur Rind, ohne Schwein. Ja, man sieht das an der Farbe, das ist nur Rind. Das ist halt auch meine Frau, die sagt, und das schweindelt. Ja, das findet sie nicht so gut. Zwiebeln rein, Knoblauch rein. Ingwer. Steht nicht so im Rezept, aber ich natürlich Ingwer, wo gelernt. Vielen Dank. Klar, vielen ich Dank. Liebe Ingwer. Ich liebe Ingwer in allen Formen. Ei muss rein, Salz, Pfeffer. Paprika, edelsüß, Oregano, da mache ich noch ein bisschen Knoblauch dazu. Ich mache sogar ein bisschen Honig dazu und ein bisschen Senf. Stimmt, weil der Honig nimmt so ein bisschen dieses Bittere raus und der Senf gibt einen sehr guten Geschmack. Das ist jetzt natürlich der Experte, der das wieder erklären kann, warum das so ist. Ich mache das nur intuitiv, aus dem Bauch heraus. So gehört es ja. Verstehst du, bist halt ein Improvisierer. Ein Improvisierer. Wenn man jetzt so, sagen wir mal, so 500, 600 Leute vor sich hat, dann ist es ja auch so, wann knack ich sie, wann krieg ich es, also mit der Musik. Das ist manchmal wirklich, und die Gegebenheiten sind wichtig. In was für einer Räumlichkeit wird das gemacht? Wenn ich 600 Leute habe in einem Raum, wo 1200 reinpassen, habe ich ein Problem. Ja? Immer lieber kleiner, enger. Was ich gern habe, ist, wenn das DJ-Pult in der Nähe einer Bar steht, möglichst auch ebenerdig mit dem Publikum. Mhm. Weil dann kann ich direkt Kontakt aufnehmen und Spaß haben mit den Leuten. Wenn du irgendwo da oben stehst, im gleißenden Licht, und du siehst die Leute gar nicht und du bist da irgendwie der Superstar, weißt du, das ist ja Schmarrn. Ich finde aber, die in Stimmung zu bringen, genauso schwierig wie die Stimmung zu halten. Wenn du jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Und dann musst du sagen, so, und was mache ich jetzt? Jetzt schaue ich, der eine ist 50, der andere hat, siehst du, gerade die Grammvater aufgesprungen oder was weiß ich. Und dann musst du auch schauen, dass du immer, das ist ja bei uns das Gleiche. Also wenn du sagst, die schmeckt, der kocht gut, dann musst du jeden Tag musst du schauen, dass du diese Leistung wieder herbringst und richtig Gas gibst. Ja, vor allem und nicht sagen, das war jetzt gestern, das langt schon. Nichts langt. Nee, das ist wie beim Fußball. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Oder wie genau. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also, wenn es vorbei ist, du musst das wieder neu erzeugen. Und ich bin im Eventgeschäft. Das heißt, ich habe jedes Mal ein neues Publikum vor mir. In Hamburg, in Berlin, bei dem und dem und da und Privatfest oder Firmenfest oder gesellschaftlicher Event wie Goldene Kamera oder was weiß ich, Aftershow-Party oder jetzt Filmpremieren, die ich aufgelegt habe, Amelie oder so.
immer ein anderes Publikum. Und dann ist es ja so, zum Beispiel, wenn jetzt so ein Nobody kommt, den keiner kennt, so, der macht das aber super. Mhm. So, jetzt kommst du, dich kennt man. Das legt man den Level schon gleich mal ganz woanders hin, sagt, was macht jetzt der? Ja, wann geht's jetzt los? Ja, ist denn schon losgegangen? Und dann muss ich halt auch mitmachen. Also wenn ich selber nicht mit einbringe, mich mit einbringe, dann wird das auch nichts. Ja, es ist zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel immer versuche, dem Moderator des Events zu sagen, also auf die Frage, soll ich dich ankündigen, sage ich immer, weniger ist mehr, am liebsten gar nicht. Und schon gar nicht mit, meine Damen und Herren, die schlimmste Ansage, ja, meine Damen und Herren, und jetzt ist er da. DJ, Sohn von Udo Jürgens. Denke mal, das ist der Wahnsinn. Das hat mal wirklich jemand gesagt. Dann haben wir aufhören. Das Problem ist, dass du den Leuten Denkstoff gibst. Mhm. Sie denken nach. Und das ist ein großer Fehler. Die sollen was trinken und Spaß haben auf der Tanzfläche und nicht nachdenken. Und das ist zum Nachdenken. Der Sohn von wem? Ach, das schaue ich mir jetzt mal an. Und das ist nicht gut. Ich finde es nicht gut für die Party. Nein, das brauchst du. Mir ist es wurscht. Aber es ist nicht gut für die Party. Nein, das ist ja wieder, ja klar, Petersilie. Was haben wir jetzt rein? Also jetzt haben wir eine Zwiebeln. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Ingwer. Ingwer. Und frisch gehackte Petersilie. Ja, genau. Da haben wir den Senf, nein, den haben wir noch nicht drin. Nee, habe ich noch nicht drin. Da habe ich gestern Probe gekocht. Meine Frau so, nicht so viel, nicht so viel. Schön wenig, schön wenig. So, ja, aber das ist ja Geschmackssache. Du hast mehr oder weniger. Ja. So, dann ein bisschen Honig. Also ich muss sagen, ich habe es mit Honig auch noch nie gemacht. Mhm. Ich schon. Ich jetzt manchmal eine Prise Zucker rein. Finde die Idee gut, sehr gut. Weil das wertet das Ganze auf. Es macht es geschmacklich, also wenn man sagt, wuchtiger, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber es rundet das Ganze ab. Die Idee mit dem Honig kam von meiner Frau. Die hat gesagt, die macht gerne Fleischpflanzerl mit dem Senf und Ding, glaube ich, auch nach deinem Rezept, aber die gibt noch den Honig dazu. Ja, das probiere ich jetzt einmal aus. Und den Ingwer tut sie rein, in die Fleischpflanzerl. Recht hat's. Recht schon, hat's. Oder? Ja. So, was will ich da noch reintun? Pfeffer. Kocht deine Frau gut? Ja, die kocht sehr gut. Die hat dieses niederbayerisch-asiatische. Hat sie dich eingekocht früher? Sie hat mich mega eingekocht. Wir sind jetzt schon über 20 Jahre verheiratet. Super. 21 Wahnsinn. Jahre zusammen. Na, klasse. Drei Kinder. Ja, es fleißig. Ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Fleißig. Alle gesund. So, was machen wir jetzt noch rein? Mhm. Alles Bauchgefühl, weißt du? Ja, ist schon klar. Ist ja, klar. Der richtige Mix ist es. Im Rezept steht ein Teelöffel. Ja, genau. Edelsüß, Paprika. Und jetzt kommt da rein. Kommt da rein. Und ein bisschen Oregano. Ja, auch so. Ganz gut. Jetzt fange ich Batzen. Lang hin. Hände haben wir uns vorher gewaschen, das müssen wir mal dazu sagen. Und ich muss da noch nicht sagen, nur gewaschen, sondern desinfiziert auch noch. Ja klar. Also mir ist immer lieber, es hat einer saubere Hände, als dass er mit einem dreckigen Handschuh da drin umeinander macht. Wenn man wieder einen Handschuh hat, dann hat er eine Armfreiheit. So ist es nicht. Nee, Hygiene ist in der Küche das A und O. Aus. Und gern muss ich es machen, sonst kannst du das Ganze vergessen. Da ist meine Frau auch hinterher ohne Hände. Hände waschen, Hände, hast du Hände gewaschen? Hast du Hände? So, liebe Zuschauer, währenddem der John jetzt ein bisschen knetet, machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder beim Auffüllen. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Und jetzt machen wir uns die Soße zu den Paprikaschoten. Mhm. Und wenn ich das da so sehe, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das schmeckt von Haus aus. Da braucht man nicht gar nicht umeinander. Das gibt alles guten Geschmack. Frisch, natürlich und ich mag es gern grob schneiden, nicht so klitzeklein. Also einfach was im Mund hat, dass man ein Stücke da hat. Weil man die Soße auch so, oder das sagen wir mal Ragout, auch wunderbar mitessen kann. Und nicht durchpassiert. Nichts passiert. Ja, ja. Es kommen zwar noch passierte Tomaten dazu, aber ich mache richtig große, grobe Stücke da rein. Toll, toll. Sensationell. Jetzt brauche ich ein bisschen Öl. Da kann man hier die Pfanne wieder heiß schon. Hast du schon Pfanne gemacht. Geheizt. Boah, das wird jetzt gleich so zischen, Alter. Lass noch zischen. Jawohl, so mögen wir das dann. Ich habe ja schon ein bisschen. Also bei Paprika da merkst du von Haus aus, die muss ja schmecken, weil da ist ja was Gescheites drin. Und diese Kombination Paprika, Tomate, Zwiebel, wenn das jetzt ein bisschen angebraten ist, genau, das riecht ja schon gut, das schmeckt immer. Irgendwie brauche ich. Was brauchst du noch? Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was diesen, so tun, wie wenn ich auch nicht gekocht hätte. Irgendwas heute zum Umdrehen. Na, wir machen das so. Ja, dann machen wir es so. Ja, das geht das, auch, das, oder? Ja, und wie? Und wie? Jetzt muss ich mal was fragen. Also, ein bisschen, ja, bitte. Wann hast denn du angefangen, Musik aufzulegen?
Also, oder so sagt man da, Jockey-Musik ja, abzulegen. Ja, Disc-Jockey, genau. Genau. Ja. Also es ist eigentlich eine, ich war unterwegs als Schauspieler, mehr recht als schlecht. Oder ja, schlecht genau. Als damals hat man halt keinen braucht wahrscheinlich, sagen wir mal so. Und dann habe ich nebenbei zum Auflegen angefangen. Ein Kumpel von mir hat zu mir gesagt, du... Und vorher hast du nie aufgelegt? Ja, so privat und schon immer Musik mit Musik zu tun gehabt. Aber mein noch? Geld habe ich nicht damit verdient. 16? Ja. Na, da war ich 33. Was? Ich habe ja schon lange probiert. Ich habe 3 Jahre schon in New York gelebt. Ich war, super. Also habe dort Schauspielschule gemacht, habe ja hier im Marienhof gedreht, Daily Soaps gemacht, die ein oder andere Rolle gehabt im Film, im Fernsehen und vor allem Theater auch gespielt mit tollen Leuten. Aber irgendwie, es ging nicht durch die Decke. Und dann Frau kennengelernt, Kinder und dann mich einfach auf die Musik konzentriert. Und da hast, hast du dann doch so ein Wissen gehabt? Weil das kannst du nicht sagen, jetzt lege ich 3 Platten auf und das passt. Nee, das geht nicht. Da musst du ich habe erstmal einfach nur die Musik aufgelegt, die ich liebe und immer versucht, die Leute zu begeistern. Und dann learning by doing. Ja? Mhm. Dann kommen Wünsche, aufschreiben, aha, beim nächsten Mal habe ich es dabei. Und wenn du heute auflegst, sind das Platten, sind das... CDs, ja. Ist das ein Stick oder ist es eine Mischung aus allem? Also man kann auch mit Stick auflegen, ich lege mit dem Laptop auf, habe eine Konsole, eine DJ-Konsole. Die Hardware ist quasi, mit der ich arbeite wie früher, fast wie mit der CD, mit dem Jogwheel, Anschieben, Pitch und so, schnell, langsam. Ähnlich wie mit der Platte früher. Die Information kommt in meinem Fall aus dem Computer, bei anderen DJs aus dem Stick, bei denen, die oldschool sind, mit der CD. Platte hat keinen Sinn mehr. Viele Technikfirmen können gar nicht mehr die Technik so hinstellen, dass eine Platte funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Aber das mit dem Stick muss ich auch mal sagen, jetzt gibt es ja nur noch Sticks im Auto. Jetzt hast du einen Stick, du weißt ja gar nicht, was drauf ist. Bei der CD ist wenigstens so, das ist die Nummer von dem und dem, aber jetzt weißt du ja gar nichts mehr. Ja, es sollte eigentlich angezeigt werden. Aber viel interessanter ist ja eigentlich, heute brauchst du ja gar keinen Stick mehr, du holst dir einfach die Radio Gong App. Ja? Ah. Und in der Radio Gong App, wie bei anderen Radiosendern auch, das machen die heutzutage so, sind Streams, Musikstreams. Und in der Radio Gong App habe ich 2 Streams. So. Eine Relax, schön so Kuschel, Kuschel. Oh, jetzt aber. Und eine München Grooved. Mhm. Und da geht es richtig zur Sache. Schon. Wie lange hast du das schon? Den Relax-Stream habe ich seit 2016 und der München Grooved ist jetzt seit letztem Jahr. Wie lange bist du schon bei Radio? Halbes Jahr, seit 2003. Das ist Wahnsinn. Ja. Sag mal. Der Dingler-Schorsch hat mir irgendwo beim Auflegen gesagt, mit dir muss ich was machen. Ja, das ist ein guter. Der kennt sich aus, oder? Naja, also wenn der nicht auskennt, dann gehen wir zusperren. Muss jetzt auch umrühren. Jetzt pass auf, jetzt haben wir hier die Zwiebel ganz leicht. Genau, Zwiebel angedünstet mit den Paprika, weil die ein bisschen länger brauchen, die Tomate später dazugegeben. Und man sieht jetzt schon, dass das auf Bayerisch man sagen, ein bisschen aussaftelt, also dass die Flüssigkeit ein bisschen rausgeht. Das heißt, dass der Paprika nicht verbrennt, dass der praktisch in dem Sud sich schon richtig entfalten kann. Jetzt hast du so einen Tomatensugo noch dazu gegeben. Nochmal passierte Tomaten dazugegeben, zusätzlich. So, und das lassen wir jetzt halt ein bisschen vor sich hin simmern. Genau. Schmecken das mit was ab? Salz oder mit Pfeffer? Salz, Pfeffer habe ich noch. Ja, genau, dann habe ich Oregano drin. Ja, wie gesehen. Dann habe ich Knoblauch drin. Die habe ich schon gleich in die Zwiebeln mit dazu getan. Paprika Edelsüß habe ich wieder drin, ist schon drin. Ja. Dann kann man noch ein bisschen Knoblauch gerebelt reinmachen. Ich bin ein großer Knoblauch-Fan. Ich auch. Zum Leidwesen meiner Mitmenschen. Wir lieben Knoblauch. Und jetzt muss ich eigentlich mal die Paprika füllen. Sonst geht da nichts weiter, gell? Es ist ja bei der Zwiebel auch so, dass zum Beispiel die Zwiebel bei den alten Ägyptern, wie der Knoblauch, ein Zahlungsmittel war. Ah ja? Und bei Tutanchamon hat man wahnsinnig viel Zwiebeln noch gefunden. Also man hat doch festgestellt, dass die Zwiebeln mit auf die Reise ins Jenseits gekriegt hat, damit er nicht verhungert oder dass er gesund bleibt. Und bei Tutanchamon hat man wahnsinnig viel Fläschchen von Schwarzkümmelöl gefunden. Und vor 4000 Jahren hat man Schwarzkümmel bei Asthma verwendet. Geht übrigens heute auch noch. Und da sieht man mal, dass die schon ein bisschen aufpasst haben und sagt, wenn er schon nicht mehr da ist, dann geben wir mal ein bisschen eine gescheite Brotzeit mit und ein paar Gewürze für die Gesundheit.
damit er auf der anderen Seite oder weiter oben gut ankommt. Aber es ist wirklich so, dass das Wissen eigentlich weg ist. Die Leute, die kaufen sich halt Tabletten, schmeißen Tabletten, dann wird es schon was nützen. Aber du kannst halt die im Essen, dich richtig, sagen wir mal, gut gewürztes Essen ist unsere Gesundheit. Ja, absolut. Und das müssen wir uns wert sein. Für jeden anderen Schmarrn haben wir auch ein Geld, aber da sparen wir, das geht schon beim Olivenöl los, sparen wir total an der falschen Ecke. Ja, das ist einfach auch frische Zutaten. Also das haben wir uns zu Hause echt angewöhnt. Dieses Instant und schnell, das war vielleicht mal früher in einer Studentenzeit oder in einer, keine Ahnung, aber auch für die Kinder frisch zubereiten, frische Sachen kochen, nicht überkochen natürlich auch, damit es noch ein bisschen Biss behält. Und aber so. Wie viel kochst jetzt du zu Hause? Weil der 50-50. Ja. Ich versuche schon auch asiatische Gerichte, viel aus dem Kochbuch, dann hast du Erfahrungen, dann fängst du an zu variieren. Ich habe hier auch variiert. Das aber steht nicht so im Rezept. Ja. Der Ingwer ist im Rezept nicht drin, der Honig ist da nicht drin. Das ist einfach. Aber was mir bei dir gut gefällt schon, ist, dass du nicht zu heiß reingehst. Du musst es vorsichtig. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Ja. Immer zu heiß. Und nee, langsam kommen lassen. Easy going. Ja, echt, also ist besser. Nein, da siehst du, das simmert so vor sich hin. Ja. Es verliert wenig Flüssigkeit. Es nimmt sie raus. Ja. Es macht diese ganze Sache sehr soßig. Und wenn wir das jetzt dann da reinigen und die Paprikaschoten drauf und da rinnt so ein bisschen dann dieser Saft von dem Fleisch raus, dann kann es ja nur eine gute Soße geben. Nur vom Reden läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist ja so. Und ob jetzt dann ein Reis dazu ist oder Kartoffeln, das ist ja wurscht. Eigentlich, wenn man sagt, hier habe ich mein Gemüse, hier habe ich mein Fleisch, meine Paprikaschote, viel brauchst du da nicht mehr. Es gibt ja auch, gibt auch Leute, die den gekochten Reis mit in das Fleisch reindieren. Dann saugt der Reis ein bisschen die Flüssigkeit an. Ja. Das macht man gern im Orient, dass man entweder Couscous oder Bulgur, Haferflocken kann man reingeben, dass die Flüssigkeit da nicht verloren geht, sondern dass die dann praktisch mehr in der Paprikaschote drin bleibt. Jetzt ist aber so, meine Frau ist gerade auf dem Trip mit Kohlenhydraten trennen und deswegen mache ich ihr gerne ohne Brot, ohne all dem und dann kann sie so und dazu koche ich Reis oder Nudeln, Kartoffeln, was immer man will. Ist, sagen wir mal so, der einzige wirkliche Weg, dass man langsam abnimmt, ist, wenn du das Kohlenhydrat etwas reduzierst. Vor allem ab 18 Uhr, oder? Über Nacht weg. Ja, weil du hast dann wenig Insulinausschüttung. Und Insulin ist auch ein Wachstumshormon, ganz wichtig. Aber es verhindert auch 6 Stunden, dass man Fett verbrennt. Und je weniger Kohlenhydrate ich, Schwarzenegger-Schüler und so, je weniger, dass ich Kohlenhydrate zuführe, umso mehr kann der Körper natürlich auch verbrennen. Also das zum Thema Abnehmen. Lasst euch nicht verrückt machen. Sag euch nur eins lieber, ein Kilo zu viel als eins zu wenig. Denn solange ihr das Gewicht langsam runterbringt, seid ihr gesund. Aber wenn ihr euer Gewicht einmal nicht mehr aufbringt, dann seid ihr krank. Ist so, das stimmt. Und wir geben jetzt unser Ding da rein, unser Soßerl. Jetzt habe ich natürlich. Warte mal, haben wir einen Löffel? Ja, genau so machen wir es. Schauen, dass wir kein Bass machen hier vor laufender Kamera. Ah, macht nichts. Das ist live. Das ist live. So ist das Leben. Sehr schön. Schau, hier nichts abbrennt, passt wunderbar. Nichts angebrannt. Nein, null. Und noch nicht mal. Das kann ja nur gut werden. Jetzt gehen wir das. Den Ofen haben wir vorgeheizt bei 180 oder 200 Grad, je nachdem, Grüße, ob eine Skala stimmt oder nicht. Das tun wir jetzt für eine knappe Stunde in den Ofen. Dann erkennen Sie, von dem ausgeht, dass es eine wunderbare, geschmackvolle Soße wird und dass das schön, sagen wir, noch saftig ist, dieses Rindfleisch. Also, wir machen eine kleine Pause, geben das jetzt in den Ofen rein und sehen uns gleich wieder. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Und jetzt schauen wir doch einmal, wie es ausschaut. Naja, da kannst du gar nichts mehr sagen. Das ist eine glatte Eins, da die sagen, gell? Mach, und das vom Meister schauen persönlich. Schau her. Also, ausgesprochen. Sagen wir mal, rausgeholt. Rausgeholt. Original rausgeholt. Aber dass du das auch immer so schön lobst, das finde ich Geht runter wie Butter. Aber schau doch einmal her. Jetzt haben wir das, wie viel, das ist immer noch saftig. Wir sehen hier, der Saft, das Fleisch, wenn man das anlangt, oben mal ganz leicht die Kruste, innen 100% saftig. Und jetzt hole ich einmal die Teller her. Und jetzt muss ich dir aber vorher noch mal was fragen. Was hast du eigentlich noch vor? Ich meine, du bist ja noch ein junger Mann, gell? Ist ja noch viel drin bei dir. Also kurzfristig zum Beispiel fliege ich jetzt demnächst nach Hamburg und darf die Tina Turner Musical-Premiere auflegen. Sehr gut. Ein Highlight, ja. Tina Turner anwesend, ja. Also das ist unglaublich. Muss erst einmal machen.
Ja, muss man erstmal machen. Der Neidfaktor, wenn das nach oben geht, macht nichts. Ach, die Hater, das ist wurscht. Nein, man ist da davor unheimlich nervös. Kriege ich wieder, treffe ich die Töne, schaffe ich die Leute? Ist klar. Aber aus dieser Nervosität ist ja positive Energie. Aber weißt du, schon, ich finde es ganz wichtig, dass ich im Lokal auch die richtige Musik habe. Das stimmt. Und normalerweise hat man zwar selber seinen Geschmack, das ist aber die Frage, passt das auch den anderen Leuten? Also welchen Raum habe ich, welche Einrichtung habe ich? Jetzt spielen wir mal ein bisschen. Also gut, dass du das ansprichst. Es ist total schwer, auch bei Hotels oder Gastronomien. Es ist was anderes, ob du in einer Hotellobby stehst, in einer Bar, in einem Restaurant oder in einem Spa-Bereich, Pool. Und da kommen jetzt viele Hotels, gerade mit Spa-Bereich und Wellness und Erholung, auf mich zu und sagen, wie machen wir denn das richtig? Können Sie uns da beraten? Können Sie uns da Tipps geben? Und dann versuche ich denen zu helfen, den richtigen Ton zu finden, ja, für die verschiedenen Situationen im Hotel, in der Gastronomie. Ein Haubenlokal ist für mich was anderes wie eins, wo mal ein Burger gegessen wird. Ja. Und im Haubenlokal höre ich eigentlich gar keine Musik oder wenn, dann ganz leise. Die Adagio-Sachen, klassisch, Filmmusik ist schön, wenn man so eine Melodie von Forrest Gump hört oder so, weit weg, dass die Gespräche da sind und dass die Musik nicht drüber ist. Und so sind Situationen und das macht riesen Spaß. Hält dich im Lokal? Du hast Lust, dorthin zu gehen, genau. Macht Spaß, weil du dich wohlfühlst. Ja. Und wenn ihr die Musik hinausspült, dann ist es schlecht. Das ist schlecht. Dann ist Essen nichts, das ist überhaupt nichts. So, ja. Und jetzt spülen wir einmal die Paprikaschoten auf unseren Teller rauf. So, fischen wir es raus. Oh, schaut mal das an. Das machen wir so, oder? Super. Schaut mal das an. Hoppala, so. Macht nichts, kein Rückenfall. Das ist wunderbar. Ich drehe das mal um, dann kann man es besser sehen. Da sieht man, dass das da nichts getürkt ist, sondern dass das wirklich, den machen wir da so wieder her. Wie zu Hause. Und das Gemüse kann man hier wunderbar mitessen. Dazu kann man jetzt natürlich Nudeln machen, Reis machen. Ich habe jetzt mal gar nichts gemacht, weil wir zwei machen ja heute kohlenhydratfreien Tag. So ist es. Ja. Aber einfach Reis, Basmati-Reis dazu kochen. Ja. Wie mal lustig ist. Ich Nudeln. Und gewürzt haben wir es eigentlich nur mit ein bisschen Salz, gell? Ein bisschen Pfeffer. Ja, und Oregano. Oregano, ein bisschen Knoblauch war noch drin. Genau. Schau her. Den Ingwer habe ich mir in der Soße jetzt gespart, sonst hast du es überall. Ja, das ist jetzt also, also man könnte jetzt, wenn Sie wollen, ein bisschen einen Käse drüber streuen und in den letzten 5 Minuten noch überbacken. Fürs Auge kommen, muss man nicht. Schmeckt auf alle Fälle. Riecht es gut, riecht gut. Und schmeckt wahrscheinlich auch gut. Und jetzt werden wir uns einmal, Sigi, schon das Bier eingeschenkt. Das passt ja wunderbar. Dann würde ich doch sagen, ich tue das einmal da rüber. Und dann probieren wir es doch einmal gleich. So, erst einmal Prost. Schau mal das an. Das ist für dich. Oh, na. Damit deine Kochkünste noch weiter nach oben gehen. Die werden aber, Servus, sage ich. Sehr gut. Ui, ist das lecker. Ja. Und kalt ist auch noch. Ja, das ist ja ganz wichtig. Gell? Und lieber, wenn es ein bisschen gerade, also wenn es einen Riesenhumpen hast, der dann warm wird. So, jetzt schauen wir mal. Ich mache hier mal auf, damit man da mal reinschauen kann. Na, perfekt, schau hier. Ja, schau her. Super. Ist gut geworden. Wahnsinn. Okay. So. Wie lange hast du da dran geübt? Ja, super. Jetzt normalerweise würde ich sagen, die Bilder sind super, die Rezepte, naja, geht schon, aber es ist wirklich so. Die ersten 120 Seiten geht es nur um Kräuter und Gewürze hier. Ja. Also wo sie herkommen, so Verwendung. Wissen, wie mit den Zwiebeln, genau, und den Dingen, genau. Oder solche Geschichten. Und dann auch, haben wir für jedes Rezept gibt es auch ein Foto. Oh. So, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Na, ich werde kochen demnächst. Gerne. Gell? Freut mich, wenn es dir gefällt. Ja, das ist also mir und meiner Frau sowieso ein Traum. Und jetzt probieren wir es. Ja, jetzt probieren wir es. Der große Moment. Mhm. Mhm. Saftig, gell? Gut, Fleisch. Hm? Ja. Machst du alles noch? Sehr, sehr gut. Die Soße, ich finde, die braucht da gar keine Bindung. Weil das ist das natürliche Safterl, das geht ganz wunderbar. Das Gemüse hat einen ganz leichten Biss. Also
die Tomate verschmilzt natürlich, aber alles andere kommt wunderbar zur Wirkung. Also Johnny, ich muss da ein Kompliment machen. Wer auch immer das dir beigebracht hat, der muss ein gutes Handtal haben. So, mein schöner Gruß an deine Frau, hast du gut gemacht, muss ich das schon sagen. Liebe Zuschauer, das war's schon. Mir hat richtig Spaß gemacht, John. Vielen herzlichen Dank. Nein, war richtig super. Und perfekt gemacht, nicht aufgesetzt, nicht aufgemarschelt. Ganz normal. So wie wir heute. Bodenständig. Bodenständig. So mögen wir es. Dankeschön. Servus. Pfiat euch. Servus. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.